Ikora, if you tell me this is a practical joke, well, it kills me to say it, but I would be really impressed. Impressing you, Cade, is the easiest thing I'll do all day. Let's get serious, people. Zavala, this is my serious face. Can't you tell? Ikora, what have you got? Someone or something has sabotaged the Skyline defense systems. And comms have been spotty for the last few hours. Every sensor beyond the wall has gone dark. Maybe it's just the storm. Maybe it's... What are the set feeds telling us? Nothing. Well, that's good, right? No. I mean, they're not there. There are no satellites. And that's not good. Stations! Everyone with me, now! Tower approach. This is City Hawk 723. Anyone home? No response on any channels, even the emergency frequencies. What is going on back there? Remember when I told you that you fly too fast? Forget I said that. Fly fast. Get moving. We need to find Zavala, Ikora, and Cade. Und mit diesem wunderschönen Intro, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Angezockt. Wir spielen heute Destiny 2, ein Shooter von Activision, der jetzt rauskommt. Viele von euch werden es sicherlich kennen und ich bin mega, mega erfreut, dass ich auch hier die Beta spielen darf für dieses Spiel. Kann man hier runterspringen? Ich werde es gar nicht probieren, ob wir hier runterspringen können. Ja, Destiny 2. Ich habe damals ein bisschen Destiny 1 angezockt und ich muss sagen, es sieht einfach mega, mega stark aus, Leute. Es sieht einfach ultra stark aus. Ich spiele die Klasse Warlock, wie man vielleicht schon gesehen hat. Kann ich hier irgendwie in mein Character-Ding gehen hier? Character-Settings. Hier Open Character. Genau, hier, ich spiele den Warlock. Und ja, ich bin irgendwie Level 20 mit 200, was weiß ich was. Und mit Power 200, richtig.
Und ja, dann werden wir hier einfach mal spielen. Wir haben schon Legendary, wir sind schon komplett Legendary equipped, so wie es sich natürlich gehört. Linke Maustaste ist natürlich Schießen, R ist Reload, wie man es halt für einen Shooter kennt. Springen ist Leertaste, Rennen ist Shift. Also typisch Shooter erstmal. Destiny ist man könnte fast schon sagen, ein MMO so in die Richtung, weil man halt eigentlich im richtigen Spiel muss man dann halt irgendwie Dings zu suchen, Waffen suchen und sowas. Können wir die looten? Nee. Oh, guck mal, das sind aber freundliche Gesellen hier. Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Oh Gott. Nein, lass ihn! Dude! Wie waren das nochmal? Meine Abilities kann ich wie triggern nochmal? Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt und vor allen Dingen noch nie auf dem PC. Okay, hier kann ich Waffen durchchangen. Ich komme aber mit der eigentlich ganz gut klar. Aber wir gucken uns auch mal gerne die andere Waffe an. Oh, was hat der gedroppt? Loot! Gib mir Loot! Was habe ich hier für eine Waffe jetzt? Oh lol. Okay, Maschinengewehr, alles klar. Ja, ja, komm. Auf die. Nice, gute Arbeit. Alles klar. Das Ganze jetzt auch Englisch, weil es halt gerade die Open Beta ist. Wir gucken jetzt mal, was hier. Können wir denn. Ne, das ist ein Guter. Bist du ein Guter? Ja, du bist ein Guter, oder? Ja, die sehen alle aus, als ob sie Gute wären. Wir müssen hier rüber zu dem Dude. Okay. Okay, ich werde eine War geben, ja. Was haben wir hier eigentlich? Jo, alles klar. Pick up. Was kann ich hier? Oh, da kann ich mir neue Waffen nehmen. Nee, ich komme aber eigentlich mit der Waffe ganz gut klar hier. Aber wir sollen jetzt noch eine Waffe holen. Okay, dann will ich die tauschen. Okay, und los geht's. E halten. Das ist gut. Neue Waffe. F1 fürs Waffenmenü. Und dann können wir die equippen, oder wie war das jetzt? Ich möchte... Ja, guck mal hier. Da packen wir die rein. Zack. Perfekt. Wir werden aber wahrscheinlich eh die meiste Zeit hier über die Waffe spielen, weil ich die einfach relativ stark finde. Okay, da unten stehen sie schon. Obwohl, wir gucken uns jetzt mal die neue Waffe an, die wir gekriegt haben. Okay, ich muss sagen, die Maus ist noch ein bisschen frickelig, finde ich irgendwie. Aber das kann auch daran liegen, dass ich dir noch nichts eingestellt habe. Wir können ja mal ganz kurz hier in die Settings gucken. Ich habe das jetzt schon reingeguckt hier. Look Sensitivity. Ich glaube, die stellen wir mal ein bisschen runter. So auf 10 dürfte okay sein. Ah, Leute, wir dürfen sie nicht mal einstellen, oder was? Oder ist es automatisch? Ist das jetzt eingestellt? Tatsächlich ist es eingestellt. Okay, dann machen wir es noch ein bisschen runter auf 8, wäre okay. Ja gut, dann gucken wir mal weiter. Ja, das fühlt sich schon ein bisschen besser an. Das fühlt sich jetzt ein bisschen smoother an hier auf jeden Fall. Ich finde halt, das Spiel ist jetzt schon ziemlich schön, hey. Ist unglaublich schön. Ihr müsst jetzt bedenken, Leute. Falls hier jetzt irgendwie ruckelt oder sowas, das liegt daran, dass ich gerade mit einer Bildschirmaufnahme aufnehme. Mit einer Bildschirmaufnahme aufnehmen muss. Obwohl, es sieht eigentlich ganz flüssig aus im OBS. Weil das Spiel hat sich bei mir bei OBS noch nicht ganz als Ding einfangen lassen. Leider. Aber es geht trotzdem auch so. Okay, wir sind hier Tower Hangar. Wollen wir da hin? Ich weiß halt leider noch nicht, wie ich meine Dinge einsetzen kann. Eigentlich könnten wir das mal ganz kurz gucken. Oh, okay, ich habe mein Super gecharged. Schießt da was auf mich? Ne, Moment nicht. Open Settings. Okay, wir gucken mal schnell nach dem Key Mapping. Push to Talk, Emote, Right Back doesn't move, Fire, Hold, Melee, Toggle Zoom, Heavy Attack, Jump Block, Hold Sprint, Crouch. Ach du Scheiße, Switch Key Weapons, Vehicle, Shortcuts. Hätte stehen nicht meine verschiedenen Dinge drin, oder? Fire, Melee, Zoom, Toggle, Reload, Light Attack, Heavy Attack. Block, Jump, Toggle, Crouch. Kann ich die noch nicht einsetzen, oder wie? Mein Super ist halt gecharged und ich wüsste gerne, wie ich das einsetzen kann. Oh, lol. Oh, fuck. Alter, das hat mir mal ganz kurz ein bisschen Damage gemacht, der Dude.
Und jetzt machen wir ihm Damage. Zack. Wie kann ich das denn jetzt machen hier? Oh oh. Ach, da. Alles klar. Oh shit, da kommt noch so ein Shield-Dude. Oh fuck. Das ist dieses Laser-Ding, was der machen kann. Okay, da dodgt er. Ich muss sagen, aber die KI gefällt mir auch schon mal, dass sie es auch so mal ein bisschen hinter Deckung geht und sowas. Okay, das ist in Ordnung. Ich wüsste trotzdem gern, wie ich jetzt meine Dings hier einsetze. Da schießt schon wieder was auf uns. Das ist halt die Sache, das Spiel hat halt auch kein Tutorial oder sowas, muss man dazu sagen. Wir werden halt hier direkt einfach reingeschmissen, aber vielleicht wird es uns ja noch erklärt. So, schöne Headies hier gemacht, das war eine Granate, genau. Gut. Links, rechts, geradeaus. Ich bin im Labyrinth, können wir... Alter! Jo, alles klar. Ach, guck dir einfach mal die schöne Spiegelung, die hier gerade war. Hier, wunderschön. Okay, hier lang. Ja, ich denke, wir müssen hier lang. Okay, die andere Waffe ist doch ein bisschen... Was ist das nochmal gewesen? Ach, das war dieser... Okay, die One-Hit, die Waffe. Das ist ganz schön krass. Leute, ich muss mal ganz kurz hier in Deckung gehen. Und nochmal ganz kurz raustappen, weil ich nämlich hier den Lautstärke-Mixer nochmal öffnen muss. Das ist immer noch mega laut. Okay, entschuldigt bitte, wenn ihr jetzt ein bisschen weniger gehört habt. Ich habe es jetzt wirklich versucht zu fixen. So, die machen wir mal hier schnell weg. Die Waffe ist mega sick, Leute. So eine Elektrowaffe hier. Okay, sind alle down. Jetzt können wir hier Loot. Oder auch nicht. Oh nein, da ist wieder so ein Dude mit... Alles klar. Also ich muss sagen, noch ist es relativ einfach. Das liegt aber auch daran, weil wir halt Legendary Equipped sind. Guckt euch das mal an einfach, wie geil das aussieht, Leute. Es sieht richtig, richtig stark aus hier im Moment. Alter, oh, ich glaube, da will ich nicht runterlaufen. Es sieht richtig, richtig stark aus. Okay, dann gucken wir mal. Wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Ich muss gerade mal gucken, ganz kurz, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier... Oh Gott. Wenn ich mich jetzt hier move und viel Action passiert, ob das dann hier immer noch buggt, also ob das hier dann irgendwie spackt oder nicht in meiner Aufnahme. Aber so... Leute, ich komme da nicht hoch. Muss ich hier nicht hoch? Ich kann mich aber hier auch nicht festhalten irgendwo. Ah, warte mal, stimmt ja, ich habe ja den Ding. Okay, was bist du? Bist du ein Guter? Du bist ein Guter, okay. Dann lassen wir dich hier mal stehen und gehen mal weiter. Ja, ist ja gut. Ich versuche ja, die Gegner zu suchen. Warte mal, sind wir von hier nicht gekommen? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung gehen. Lol. Hallo? Sind wir nicht hier von hier gekommen irgendwo? Nee. Okay, ich bin ein bisschen verwirrt im Moment. Okay, hier waren wir nicht. Sind wir von hier gekommen? Das sieht gut aus. Okay, oder auch nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Das fängt schon mal gut an. Ah, hier sieht's gut aus. Okay, ja. Ah. C ist hier was. Ah, okay. Traveler waits. We protect our people at any cost. Gut, ich habe jetzt also schon mal was rausgefunden. Wir können ein Healing-Feld setzen mit V. Da müsste Y. Nee. Können wir nicht einsetzen, okay. Warte mal, stand es da nicht sogar drin in den Settings? Jetzt muss ich nochmal kurz reingucken, Leute. Es tut mir leid. Keymapping. Emotes. C, R. Hold, Jump, Set, ah, hier. Class Ability, Air Move. Unsere Class Ability ist X. Super ist F, das ist schon mal wichtig. Super ist F. Hold,
Was war das nochmal? X und C. Was war C? Wo steht C? C ist hier Block. Ah, okay. Ich verstehe. X ist unsere Class-Ability. Aber da müsste es doch noch was geben. Grenade ist Q. Okay, dann wird das wahrscheinlich Grenade sein, das erste. Alles klar, gut. Ich hab's verstanden, Leute. Jetzt kann's losgehen. Alter, sieht ja zu stark aus. Meine Fresse. Jetzt können wir auch mal gucken, ob es hier ruckelt oder sowas. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. So verdammt. Yo! Eat my grenade! Okay, wir blocken mal. Okay, ich muss das. Wow, das muss man ja timen hier nochmal. Okay, wir machen das mal lieber nicht hier jetzt erstmal. Wir werden auf jeden Fall noch das Super einsetzen, denke ich. Ist das ein Healing Kit? Ja, das ist tatsächlich. Ah, ne, ist Munition. Okay. Hey, Dude. Alles klar? Gut. Take this! Okay, der shieldet uns. Oh Gott! Was? Alter! Wow! Sind das für Blubbels? Also. Alter! Da hittet er uns. Oh Gott! Okay, Ulti! Charge! Alter! Alter, das Ulti ist ja mal mega sick, hey! Das Ulti macht ja mal mega Spaß! Healing Pit! Los geht's! Aber warte mal, V war. Nee. Doch, genau, V war mein Healing Pit. Und X war meine Class Ability. Ah, ich habe aber noch keine Class Ability, glaube ich. Huiuiui. Okay, erstmal im Healing Pit stehen bleiben und damit geheilt werden. Grenade! Ah, die sind leider geflogen. Das war natürlich nicht so praktisch. Ja, shield uns! Alter! Es sieht einfach so stark aus. Was sind sie da vorne? Ah, ich habe keine Granate fertig. Dude, ich brauche mein Ulti. Ah, ich habe mein Ulti schon wieder fertig. Bei der nächsten Runde setzen wir das Ulti nochmal ein. Da kommt die nächste Runde. Engage! Jawohl. Alter. Stark, 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 stark. Okay. Gut, dann mal weiter zum Speaker. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier noch schauen. Oh mein Gott, Feuer. Ah, ja, natürlich brennen wir. Hätte es auch anders sein können. Ich glaube, das war gerade ein anderer Dude. Revive. Oh. Leute, er ist gestorben. Okay, er hat sich selber revived. In Ordnung. Ja gut, okay, wir müssen den Speaker finden. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier nicht die ganze Zeit im Ding-Chat rede. Komm, spring! Oh, alles klar, alles safe. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Wenn ich jetzt so mache, muss ich mal kurz gucken, ob ich hier jetzt nicht die ganze Zeit... Nee, wir machen mal hier off. Voice-Chat. Gut. Da haben wir das nämlich jetzt ausgestellt, mal eben schnell, sonst reden wir hier die ganze Zeit vor uns hin. Aber Leute, jetzt sind wir wieder hier. Ja, wohin müssen wir denn dann? Ah, dann warte mal, da vorne ist das Zeichen. Wir müssen hier runter. Hä? Wo bist du denn jetzt? Und es sind zwei Stück. Ah, wir müssen hier unten durch, okay. Alter! Ja, ich gehe ja schon. Ist gut, ist ja gut. Verstehst ja, ist ja gut. Gut, da vorne müssen wir hin. Wir haben auch nicht mehr so viel Munition hier. Jo, alles klar. Können wir nicht hier durch oder sowas? Müssen wir hier nicht durch? What the fuck, wohin müssen wir denn jetzt? Wurde die uns hier nicht angezeigt gerade? Ich bin ehrlich gesagt gerade ein wenig verwirrt, wo wir hin müssen. Gibt's eine Map? Ah, okay. Ja, doch, wir müssen hier lang.
Ah, hier die Tür müssen wir, durch die Tür müssen wir durch. Okay. Jo, alles klar. Nein, warum ist der Speaker gone? Okay. So, erstmal alle genated. Oh, die Nate sieht mega stark auch aus. Wie so eine kleine Sonne. Oh lol, da kommt noch einer raus. Oh, was? Huiuiui. Ah, da wären wir gerade fast drauf gegangen. Alter. Oh, 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 oh. Da wären wir gerade echt fast drauf gegangen. Ja, wir wechseln mal schnell die Waffe hoch zu der hier. Weil damit kann man genauer treffen. Aber das Feuer ist halt echt böse. Oh Leute, da steht ja der Dude noch. So, nicht Dude. Nicht mit Papa Schlumpf. I set fire to the rain. Okay, wo lebt hier noch einer? Wir müssen nächstes Mal gucken, dass wir hier vielleicht ein Healing-Ding reinsetzen gleich. Dass wir nicht sterben. Oh, Waffe wechseln! Healing! Supercharge! Alter, das Ulti ist einfach so ultra nice vom Warlock. I love it. Okay, wo sind wir? Ah, okay, wir sind da, Leute. Wir sind da, wir haben es erstmal so weit es gehen geschafft. Ich hoffe nur, dass ich jetzt das Intro gut aufnehmen konnte, weil das ist nämlich tatsächlich ein bisschen problematisch gewesen. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Okay, wir werden jetzt direkt aufs Command Ship geflogen. Das ist natürlich cool. Uiuiui. Come on, big guy. Do something. Ja, immer ein bisschen lieber gucken, wie man fliegt und nicht, was man hier macht, ey. Nicht hier auf die Ding gucken. Okay, machen wir. Los geht's. Lass mir hier alle Finger knacksen lassen. Und dann geht's los, Leute. Ladebildschirm. Ist schon mal sehr spannend, muss ich sagen. Ja, das ist schon gut. Okay, wir sind wieder da. Ja, mach ich. Gehen wir auf jeden Fall hin. So, wir stürmen jetzt erstmal direkt das Schiff. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Okay, hier hoch. Dann gehen wir hier rein und gucken uns gleich mal um. Da vorne geht schon mal direkt los. Okay, einer weg. Reload. Oh Gott, Nate. Nate. Okay, noch einer weg. Aua, Hits. Alles gut. Haben wir keine Munition mehr? Ach nee, wir haben noch 41 Schuss. Wo muss ich jetzt? Ah, hier, warte mal, wahrscheinlich hier. E, Download. Okay. Passt alles, Ghost? At the bottom of the ship, okay. Das heißt also, wir müssen jetzt hier nach unten. Können wir hier direkt runter? Nein, können wir nicht. Gut, dass wir das schon mal festgestellt haben. Ich find's krass, wie schnell die Waffe einfach nachlädt. So, gut. Oh nein, das ist ein dicker. Grenade! Es war eine gute Granate, Leute. Alter. Ich brauche meine Ulti dafür. Den haben wir down. Okay, da können wir relativ gut dodgen hier über das Ding.
Ist ganz angenehm. Gut. Aber was droppt's da? Ich will das Loot! Ich glaube, wir können das aber alles nicht einsammeln. Wir haben nur noch 4 Schuss hiermit. Ah, hier. Okay, wo sind wir jetzt gelandet? Ich dachte, wir müssen nach unten und nicht nach oben. Oh lol. Yo! Sniper! Ziemlich schnelle Sniper. Okay, da oben fliegt was. Ich weiß nicht, ob das gut oder böse ist. Alter, sieht das krass aus, hey. Oh, fuck. Ich habe keine Granaten mehr. Jetzt habe ich wieder eine. Das ist halt cool. Die Granate zieht die Gegner auch noch so ein bisschen an sich ran. Okay, da ist er. Kann ich eigentlich die Waffen von denen einsammeln? Oh, Moment. Da. So. Kann ich leider nicht. Ich glaube, man kann halt hier noch gar nichts einsammeln. Bist du der Generator? Ich denke mal nicht, oder? Oh, lol. Oh, oh Gott, die Sniper. Müssen wir zuerst mal ausschalten. Die verstecken sich schon wieder dahinter, oder? Haben die gemoved? Oh, fuck, die haben nicht gemoved. Die stehen dahinter. Okay, es war nur einer, Gott sei Dank. Da ist ein Fliegender. Das gefällt mir nicht. Weg mit dir, Dude! Oh, da schießt er! Alter, die... Ich find's krass, wie viel HP die Elite... die Elite-Gegner hier haben. Okay, auch schnell. Wir können unsere Ulti noch nicht einsetzen. Fuck. Müssen wir außen rum gehen. Wir haben leider kein Dauerfeuer auf den Kopf. Immer das Richtige gegen die. Oh, Nahkampf. Eat my grenade. Oh nein, nicht runterfallen. Okay. Okay, das macht einen unheiligen Damage, liebe Leute. Und wir haben uns super gecharged. Haben die irgendwo... Das ist so ein bisschen so eine Art Schrotflinte, wenn man mit der... Oh, fuck, das war verfehlt. Wenn man mit der richtig umgehen kann. Aber auf Range macht die halt echt keinen Schaden irgendwie. Okay, für die reicht's noch. Aber wir haben auch nur noch 5 Schuss mit der Waffe. Müssen wir auf die hier wieder gehen. Flammenwerfer, easy going. Da vorne ist Munition für uns, das ist gut. Die können wir jetzt gebrauchen. Auf jeden Fall für unsere starke Waffe. Oh fuck. Erstmal die Sniper hier wegmachen schnell. Das ganz ehrlich gesagt, oh fuck. Mir gefällt das Movement von den Gegnern, ehrlich gesagt. Oh shit, Alter. Was ist denn los mit dir? Mir gefällt das Movement von den Gegnern hier um einiges besser als im früheren Teil. Die moven nicht mehr so absolut hirnlos durch die Gegend. Lol, Alter, noch mehr! Oh nein, die Granate war scheiße. Alter. Obwohl, sie sind auch noch nicht so ganz intelligent. Stellen sich immer noch irgendwo dahinter, wo man nicht hinter Sternen sollte. Okay, kann ich hier durch? Ne, kann ich nicht. Muss ich hier wirklich runter? Nehmen wir aber auf jeden Fall Ding mal mit hier. Ich denke mal, dass ich hier runter muss. Okay, wir sind also in der Richtung vom Shield Gen. Oh, fuck. Alter, so nicht. Und da wäre wieder so eine Explosion gewesen, die uns wahrscheinlich fast getötet hätte. Okay, wir gehen in Deckung lieber. Oh lol. Der geht ham. Fuck, schon wieder so ein Dude. Take this! Also ich stehe auf die Ulti vom Warlock. Die ist echt cool. Huiuiui.
Movement, Leute, Movement ist wichtig. Da ist der Generator. Wie soll ich die denn zerstören? Ist der Generator. Muss der was reinwerfen oder kann ich die. Wie soll ich das denn machen? Ah, lol. Ich mach dem Ding Damage. Okay, sie ist kaputt, oder? Ah, lol, die sind. Ah, ich verstehe. Okay. Die haben drei Turbinen. An jeder Seite eine. Oh, lol, 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 das ist warm. Ich verstehe. Frage ist nur, wie ich da wieder gut rauskomme. Ich meine, ich stehe jetzt hier mittendrin im Kern. Okay, wir haben sie. Guardian down. Fuck, okay, das Ding hat mich getötet. Ah, Bullshit. Das Teil hat mich einfach überfahren. Aber ich find's gut, dass es einen töten kann. Und ich einfach nur runterschiebt. Escape the Command Ship. Wohin müssen wir? In die Richtung, in die Richtung? Ich denke in die Richtung. Würde einfach vom Grundprinzip her mehr Sinn machen. Aua, okay, wir kriegen auch Falldamage. Und zack. Raus hier! Schnell! Dude, gib Gas! Okay, clear. Ah, das hört sich nicht gut an, Leute. Wir haben keine Verbindung mehr zum Commander. Oh, das gefällt mir gar nicht. Bossfight. Welcome to a world without light. Oh shit. Nein, unser Begleiter. Unser Ghost. Lass unseren Ghost in Ruhe, Dude! Do not look at me, creature. Alter. You are weak. Undisciplined. Cowering behind walls. You're not brave. You've merely forgotten the fear of death. Allow me to reacquaint you. Nein, Ghost. Your kind never deserved the power you were given. I am Gorm. And your light is mine. Stark, liebe Leute. Verdammt stark. Was ist jetzt mit der Beta? Oder? Wir laden. Okay, wir laden. Das heißt also vielleicht Destiny 2 Beta. Welcome to the Destiny 2 Beta. This beta contains a small sample of activates available in Destiny 2. Was? Activities, oops. Available in Destiny 2. To get start, select the Open Director button. From everyone at Bungie, thanks for playing. Okay. Das heißt also, okay, wir drücken jetzt hier Open Director. Okay, wir können hier pre-ordern, Quick Play, Competitive, wir können direkt schon Competitive spielen. Ja, Leute, aber bevor wir das machen, das war jetzt erstmal das Intro, was wir angespielt haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen.
Ich muss jetzt mal noch gucken, dass ich noch das Intro vorne dran aufnehme. Das muss ich dann eh zusammenschneiden, weil es hat mir das nämlich vorher nicht aufgenommen, weil das Spiel sehr, sehr schwierig bei OBS aufzufangen ist. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall hier erstmal. Wir werden auf jeden Fall nochmal weiter reingucken und uns hier mal die drei Modi hier noch anschauen, denke ich mal. Und dann hätte ich mal gesagt, haut rein. Bis denn dann. Türelü.